Ja, das Virus grassiert. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass Wissenschaftler zuversichtlich sind, bald einen Impfstoff gegen das Virus zu entwickeln, der uns alle schützt. Eine Firma in Baden-Württemberg ist ganz vorne mit dabei. Sogar Donald Trump hat ein Auge auf diese Firma geworfen. Aber da haben andere einen Daumen drauf. Warten auf das erlösende Medikament. Till Rüger mit einem aktuellen Überblick. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit und ein Wettstreit um viel Geld. Mehr als 35 Firmen und Institute arbeiten derzeit weltweit daran, einen Impfstoff gegen das Coronavirus zu entwickeln. Auch die Firma CureVac in Tübingen. Die Forscher von CureVac sind dabei anscheinend so erfolgreich, dass sogar US-Präsident Donald Trump persönlich die Firma aufkaufen wollte, um den Impfstoff exklusiv für die USA zu sichern. Wir arbeiten an verschiedenen Dingen. Wir hatten ein gutes Update zum Virus. Das läuft alles glatt. Sein Übernahmeplan löste einen Aufschrei aus. Die deutsche Politik bezieht klar Stellung. Ich kann nur sagen, dass Tübingen die Firma CureVac seit vielen Jahren unterstützt hat und dass wir nicht erst seit gestern daran arbeiten, dass sie in Tübingen bleiben kann. Die EU-Kommission will CureVac nun mit bis zu 80 Millionen Euro unterstützen, um die Wissenschaftler in Deutschland zu halten. CureVac nutzt die sogenannte Boten-RNA, also eine Kopie unserer DNA, als Werkzeug. Künstliche RNA soll den Körper zur Produktion von Proteinen anregen und so gezielt das Coronavirus bekämpfen. Doch das braucht noch Zeit, glauben zumindest Infektiologen am Klinikum rechts der Isar in München. 2 Jahre dauern Zulassung und klinische Erprobung eines Impfstoffes im Schnitt, denn für sie gibt es besondere Standards. Weil Impfstoffe völlig gesunden Menschen verabreicht werden, müssen sie absolut sicher und fast frei von Nebenwirkungen sein. Impfstoffentwicklung in der Medizin ist kompliziert. Das Immunsystem des Menschen muss programmiert werden, dass wir verstehen, einzelne Erreger zu erkennen und diese gezielt zu bekämpfen. Viel schneller als mit dem Impfstoff geht es mit Medikamenten voran, die zumindest den schwer an Covid-19 erkrankten Patienten helfen sollen. Dafür werden Substanzen, die schon jetzt im Einsatz sind, getestet. Hoffnung 1, Chloroquin. In Deutschland unter dem Namen Resorchin bekannt und eigentlich ein Wirkstoff gegen Malaria. Nach Labortests chinesischer Forscher hat sich Chloroquin in einer ersten klinischen Studie auch als wirksam gegen Coronaviren erwiesen. Hoffnung 2, Caletra. Eigentlich ein HIV-Medikament. Es setzt sich aus 2 Wirkstoffen zusammen. Die Substanzen verhindern das Eindringen des Virus in die Zelle. Studien mit Patienten laufen an. Verlässliche Aussagen über die Wirksamkeit werden in ein paar Wochen erwartet. Hoffnung 3. Remdesivir, das als Virustatikum, also Virusblocker, zum Einsatz gegen Ebola entwickelt wurde. Remdesivir verhindert die weitere Vermehrung des Virus in den infizierten Zellen. Das Medikament wird nun auch in München an Patienten getestet, in einer Studie, die Dr. Spinner mitbetreut. Ich will an der Stelle auch klar sagen, Arzneimittelzulassungsstudien bedeuten nicht, dass der Wirkstoff schon wirksam ist, sondern dass wir untersuchen, ob er wirksam ist. Bis also ein wirksames Medikament oder ein wirksamer Impfstoff zur Verfügung steht, können die Ärzte derzeit nur die Symptome der Erkrankung behandeln. Je nach Schwere gehören dazu die Gabe von Sauerstoff oder Antibiotika zur Behandlung bakterieller Begleitinfektionen. Nur eines steht schon jetzt fest: Wie ein Impfstoff, wenn er denn zur Verfügung steht, verteilt wird. Mitarbeiter des Gesundheitswesens werden zuerst geimpft, um die Versorgung zu sichern. Dann Risikogruppen wie alte oder lungenkranke Menschen und danach dann auch die gesamte übrige Bevölkerung. Das macht Mut und klingt nach einem guten Plan.